Annalena Baerbock war bei Anne Will in die Sendung eingeladen und blamierte sich dabei so richtig. Ein Energieexperte zerlegte all ihre illusorischen Klimaforderungen und am Ende musste sogar ein Verbündeter Baerbocks einspringen, um sie zu unterstützen. Wir werden gleich das ganze Video dazu sehen. Davor möchte ich aber kurz darauf eingehen, um was es in der Sendung eigentlich ging. So kam Baerbock in die Sendung mit teilweise sehr extremen Klimaforderungen im Gepäck. So forderte sie, das innerdeutsche Fliegen zu verbieten, eine hohe CO2-Bepreisung in der Landwirtschaft und das Stilllegen der Kohlemeiler. Dass diese Forderungen absolut unrealistisch und nur mit sehr geringen Nutzen sind, dürfte Ihnen bekannt sein. So war Habeck erst vor einigen Monaten gezwungen, Reservekohlekraftwerke ans Netz zu bringen, da die Energiesicherheit in Deutschland nicht mehr gewährleistet war. Wir werden auch gleich sehen, dass Baerbock dabei die soziale und finanzielle Situation der Arbeiter, welche ihren Job verlieren werden, vollkommen egal ist. Stattdessen redet sie davon, dass wir uns als Gesellschaft diese, in Anführungsstrichen, alte Energieform nicht mehr leisten können. Kann jemand eventuell mal der Frau Baerbock verraten, dass ein Industrieland nicht durch ausschließlich erneuerbare Energien zu versorgen ist? Genug geredet. Wir hören nun zunächst rein, was Baerbock ihre absurden Forderungen letztendlich waren. Und wenn eben nun mal die meisten CO2-Emissionen aus Kohlekraftwerken kommen. Sie kennen das aus Nordrhein-Westfalen, ich komme aus Brandenburg, da ist die Braunkohle. Klar ist das schwierig, was passiert mit den Regionen. Klar ist schwierig, was ist mit den Beschäftigten. Ja, aber wir müssen doch dann klar sagen, wenn wir an den Klimaschutz ran wollen, dann brauchen wir jetzt nicht eine Kommission, wo getagt wird, sondern da müssen wir jetzt ganz klar sagen, und das hatten wir sogar, Sie haben es ja Jamaika angesprochen, wir können versorgungssicher Kraftwerke abschalten, dann müssen wir das jetzt tun und den Menschen, die dort arbeiten in der Region, auch endlich Planungssicherheit geben. Weil ansonsten stehen wir 2030 da und das nächste Klimaziel ist erreicht. Und ich sage auch eins, wir werden uns das als Gesellschaft irgendwann nicht mehr leisten können. Die Klimaschäden, wir reden jetzt über 1 Milliarde in der Landwirtschaft. Die Klimaschäden im letzten Jahr ohne die Landwirtschaft waren deutschlandweit bei 2 Milliarden. Weltweit bei 137 Milliarden. Können das überhaupt nicht ausfinanzieren, wenn wir nicht endlich an die Ursachen rangehen? Und die Ursachen sind dann CO2 einsparen. Und das geht nur mit einer vernünftigen Politik. Ja, aber dann klare Leitplanken setzen und sagen, wie auch machen CO2 aber Politik endlich kann doch rein sein. Da müssen Sie doch klar sagen, wie Sie es machen wollen. Wir werden gleich die brillante Antwort des Experten sehen. Davor ist es jedoch wichtig, Baerbocks illusorische Forderungen aufzulisten. Zunächst hat sie das sofortige Abschalten der Kohlekraftwerke genannt. Hier treten meiner Meinung nach gleich zwei Probleme auf. Zum einen gilt die Kohleindustrie und die damit verknüpften Industriezweige in vielen Regionen als enorm wichtiger Arbeitgeber mit hunderttausenden Arbeitsstellen. Wie schon zuvor erwähnt, scheint dies Frau Baerbock vollkommen egal zu sein. Und sie ignoriert einfach, was mit den Menschen passiert, die ihren Job verlieren. Als zweiter gravierender Nachteil ist die Grundlastversorgung in Deutschland zu nennen. Wie schon zuvor erwähnt, sind die erneuerbaren Energien nicht in der Lage, zu jeder Tageszeit Strom in das Stromnetz einzuspeisen. Das heißt, wir sind gezwungen, als Industrienation zu Tageszeiten wie am Abend zum Beispiel Strom aus dem Ausland hinzuzukaufen, um die Energiesicherheit zu gewährleisten. Als nächstes nennt Baerbock Klimaschäden, welche Deutschland durch den Klimawandel entstehen würden. Dass die Zahlen, die sie hier nennt, keineswegs wissenschaftlicher Konsens sind, verschweigt sie ganz gewiss. So vertreten viele Wissenschaftler die Annahme, dass es überhaupt nicht möglich ist, Klimaschäden genau zu definieren. Zum Beispiel kann man nicht jedes Hochwasser dem Klimawandel zuordnen. Wie wir in dieser Statistik sehen, ist sogar die Anzahl der Hochwasser in Deutschland über die letzten Jahrzehnte relativ gleich geblieben. Wir werden nun hören, was die Meinung des Experten ist. Wenn wir uns doch mal CO2 ansehen, dann haben wir den Hauptteil, ich habe es angesprochen, bei den Wohnungen. Dann haben wir den anderen Teil bei der Mobilität. Und dann haben wir es im Energiesektor. Beim Energiesektor sprechen Sie die Kohle an, zu Recht. Sie ist CO2-intensiv, aber wir schalten als einziges Industrieland der Erde Kernenergie ab. Wir müssen uns fragen, wie ersetzen wir denn die Kohle, die doppelt so stark ist, wie es die Kernenergie seinerzeit war,
als wir über den Ausstiegsbeschluss vor 20 Jahren gesprochen haben. Das heißt, Sie wollen wieder in die Atomkraft einsteigen, oder? Nein, aber Sie sagen, wir könnten jetzt schnell rausgehen. Sie müssen doch dann sagen, was kommt stattdessen? Und wir wollen doch dann nicht darauf angewiesen sein, aus alten französischen Atomreaktoren. Aber jetzt kommen Sie doch nicht wieder mit den alten Geschichten. Doch, also nein, nicht die alten Geschichten. Aber Sie müssen uns doch sagen, das diskutieren wir doch gerade in der Kohlekommission. Und das muss geklärt genau, werden. Genau, und das Ziel der Kohlekommission aus der Kohle auszusteigen. Ja, das ist das Ziel, das wollen wir alle. Ach so. Und wir reden darüber. Ja, ja, das ist so. Ja, wenn Sie die größten Klimaschützer aber, sind, dann können Sie über die Braunkohle jetzt nachdenken. So, und jetzt reden wir auch über die Braunkohle, ist gar keine Frage. Ist ganz schwer, gegen und wir könnten, Moment, ich habe ja vielleicht nicht doch die Möglichkeit, das noch zu Ende zu sagen. Oh ja, das tut ich habe Sie nicht sicher. Unterbrochen, Herr Schellnow, das würde ich auch nie tun. Aber ich brillant argumentiert und Frau Baerbock auf sachlicher Ebene vollkommen bloßgestellt. Daran können auch Ihre permanenten Zwischenrufe nichts ändern. Wir werden gleich sehen, wie der Unterstützer Baerbocks verzweifelt in den Ring springt, um sie zu verteidigen. Davor möchte ich jedoch einen Punkt hervorheben, den der Experte aufgeworfen hat. So gesteht er sogar ein, dass die Kohleenergie CO2-intensiver ist, beleuchtet jedoch die Doppelmoral der Grünen, die auf der anderen Seite die Atomkraftwerke abschalten. Die Atomkraft ist eine der Energieformen mit der geringsten CO2-Belastung überhaupt. Hierdurch wird deutlich, den Grünen geht es nicht um rationale Energiepolitik. Im Gegenteil, sie betreiben eine ideologische Energiepolitik. Als der Experte deutlich macht, dass Baerbocks Forderungen nicht möglich sind und letztendlich nur zum Import von Atomstrom zum Beispiel aus Frankreich führen, lacht sie ihn regelrecht aus. Doch das ist heute Realität, wie dieser Zeitungsartikel zeigt. Nun schauen wir uns an, wie der Unterstützer Baerbocks ihr zur Seite springt und teilweise sogar den Experten persönlich angreift. Ja. Ausstieg. Darf ich mein Land stellen? Und auch vertreten? Wir diskutieren. Nein, wir diskutieren es in der Kohlekommission, das ist ganz klar. Ich freue mich auf den Austausch. Aber ich wollte noch mal zurückkommen, weil ich versuche es nur zu begreifen. Sie sagen, Ordnungsrecht wollen wir nicht so recht. Aber der Preis, Sie sind, glaube ich, Ökonom, ja. Auch von der Ausbildung her, der Preis soll auch nicht helfen, sozusagen. Doch, das habe ich doch gesagt. Ich habe gesagt, Ordnungsrecht wie haben halten, wir schon seit Hans-Genscher geschaffen in Deutschland. Beim wir sind auch für Preise, indem wir CO2-Zertifikate haben. Meine Frage haben loswerden. So nein, aber Sie ich können doch meine nicht Frage mir loswerden. Doch, Herr Bienenfahrt, die Frage habe ich Ihnen auch schon beides, gestellt. Das habe ich ja auch nicht verstanden. Das beides, Sie haben gesagt, die Rentnerin soll es möglich haben, möchte die Frage dass sie stellen. Nach Köln fliegen kann. Ja. Was halten Sie von einer Besteuerung von Kerosin? Ja, wir können natürlich Kerosin besteuern, wenn das innerhalb der EU insgesamt besteuert und wird. Sonst fliegen nämlich unsere Fluggäste nicht mehr aus Köln, Bonn und Düsseldorf, sondern von aber Maastricht. Aber die fahren, doch nicht nach Amsterdam, machen, um dann wieder nach Köln zu kommen. Die müssen nur bis Maastricht fahren. Das haben die auch schon getan, als wir einseitige Maßnahmen durchgeführt haben. Wir sind in Europa, wir sind auf engem Raum. Auch hier fällt wieder die herablassende Art Baerbocks auf. Statt sich inhaltlich mit den Argumenten auseinanderzusetzen, wirkt sie überheblich und besserwisserisch. Dass Menschen zum Beispiel auch eine gewisse Fahrzeit auf sich nehmen, um von einem Flughafen abzufliegen, wo die Flüge deutlich günstiger sind, ist nichts Besonderes. Auch wenn man vermuten kann, dass Frau Baerbock als Spitzenverdienerin sich hierfür zu schade ist. Meine Frage an euch, was ist euer Eindruck von dieser Diskussion? Macht Frau Baerbock einen kompetenten Eindruck auf euch? Schreibt es doch in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.